Lubos Wanaschek, wer ist das? Lubos Wanaschek ist der Entwickler der 3D-Scanner-App, der eine wunderbare Geschichte dazu zu erzählen hat. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Auch das hatte ich bereits angekündigt, das werde ich euch gleich zeigen. Um sozusagen noch ein bisschen tiefer einzutauchen in die Sache, bevor wir in die absoluten Tiefgründe gehen, ja, wollte ich euch nochmal schnell was zeigen, was ich hier gefunden habe auf seiner Sketchfab-Seite, weil er hat seine eigene Sketchfab-Seite und dazu mache ich mich jetzt mal ein bisschen kleiner, weil es geht ja hier um die 3D-Scans, nicht um bin ich gut rasiert? Genau. Und wir haben hier also eine Brücke, ne? Ihr könnt das sehen. Ja, das ist eine 3D-Brücke, genau. So, früher hätte man dafür wahrscheinlich, wenn man sowas so in so einer Qualität, ja, in so einer realistischen Ansicht, ja, so vor 10 Jahren wäre das richtig teuer gewesen, ja, das zu so ein Model auf die Beine zu stellen. No. Anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen simpler noch ist, nicht? Ist der junge Mann hier. Moment, wo haben wir ihn? Augenblick. Zack, 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 zack. Wo ist er denn? Da, aber ich zeige ihn euch. Hier ist er. Da. Dieser junge Hund hier, ne? Auch das wäre eigentlich ein Unding gewesen, diese Puschelnase, diese Knopfaugen, dieses weiße Fell, all das so zu trennen, fotografisch, ja, dass das Weiß hier überhaupt noch zeichnet, ja, dass man hier überhaupt noch Zeichnung hat, ja, weil die Smart-Geräte von vor 10 Jahren waren dazu auch noch nicht in der Lage, hier so schön zu differenzieren, nicht? Und ich sehe gerade auf meinem Monitor, sieht es lange nicht so fällig aus wie bei euch. Bei euch auf der Aufnahme sieht es viel fälliger aus, nicht? Und man kann da sogar reinzoomen, ne? Und das Ganze ist dreidimensional, nicht? Und dieses Objekt, nicht, das kann man natürlich jetzt verwenden. Today at I.O., we are announcing the Raw Depth API. This Raw Depth API is already in use today in a variety of applications. Das Ganze findet ihr voll unter YouTube. Das hat jetzt im Moment 85 Likes. Der 85. war von mir. Nennt sich Increase AR Realism and Precision with Depth API. Ja, das findet ihr hier. Na, das ist das Vorschaubild dazu. Genau. Und der Eric Turner, der hat was ganz Wunderbares über die 3D-Scanner-App gesagt. Weil es sich dabei wahrscheinlich eben auch um die erste Struktur handelt, die AR Core eben auch verwendet und benutzt. Und die funktioniert so toll, dass man darüber einfach was machen muss. Und bevor es die Massenmedien, der Mainstream macht, mache ich's. Weil ich bin immer vorher da. Ne? Und das freut mich. Nicht? Also mein Team und ich. Ne? Ich bin da ja nicht alleine. Nicht? Auch ohne meinen besten Elliot Manns hätte ich den Vorstoß in die VR-Welt, in die VR-Produktion, in die völlige VR-Produktion gar nicht gewagt, weil sowas macht man nicht alleine. Dazu braucht man Leute, die ein bisschen schlauer sind wie ich und die letzten Endes auch mehr in dieser Welt verstehen wie ich. Ne? Aber das, was mir dann als Tools beigebracht wurde, konnte ich dann nutzen und so ist es eben auch mit Lubos Wanaschek, der mein persönliches Kreationsvermögen um etwas bereichert hat, was woanders wahrscheinlich der Fluxkompensator wäre oder der Hyperraumantrieb. No? Alles klar. Okay, in diesem Sinne freue ich mich, dass ich jetzt noch ein gutes Wording für den Abschluss gefunden habe. Und let's go. Lasst uns einsteigen in das Interview. Viel Spaß. Please let me know, what was actually the greatest motivation to go this way and enter the coding part of a such highly creative tool? Okay, it's a really complicated question. Uh-huh. Maybe I make a longer monologue. Perfect, just do it. So, okay.
this tool, it wasn't invented by me. Aha. It was Google who brought the first version in 2014. Mm-hmm. It wasn't Tango, right? It was Tango. It was Tango, right? Mm-hmm. I remember, yeah. It was, their app was called Google Constructor. Mm-hmm. And it was working on tablet Yellowstone, they call it. And once they introduced a new phone or new device, mm-hmm. I said, okay, now I jump in. Cool. And what happened there was the following. I bought the device and it didn't work. Mm-hmm. It was such a disappointment. Mm-hmm. And yeah, then I started digging into, and I created an app which was alternative to their Google Constructor. Mm-hmm. It was called Open Constructor. Okay. And yeah, after a few weeks, months, I get a really good user base. Mm-hmm. And it was a really great experience. It was, I get really the recognition. Mm-hmm. And I built something what worked. And yeah, half year later it ended because Apple introduced the first version of ARKit. Mm-hmm. And Google decided, okay, we need something else than Google Tango. Mm-hmm. And they killed the project in order to have resources on another project, mm-hmm. which is currently Google AR Core. Okay. I wanted to go back a bit further. It's just actually when you started as a youngster. I mean, you were still young, and you know, I'm 56 already, and I come from the very, very old filmmaking process. What was your motivation to go into this direction of programming? I mean, what was your first experience with programming apps? Okay. Then we need to go back into my university. Mm-hmm. And you can imagine when I was in university, that means 2010 to 2014. Wow. And cool. In that time, the Android was something, or at the beginning of my studies, Android didn't exist. And I was creating mobile games in mm-hmm. that time for old Nokias. Mm-hmm. And yeah, I moved on, and then I created a racing game, mm-hmm. and which was shortly on Android. And because of that, I get a job. Ah, okay. So you're working now for a company that produces games? No, it's getting more complicated.